Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir heute gerne zeigen, wie ich 200.000 Dollar über Nacht geschenkt bekommen habe und wie du es auch schaffen kannst. Ich werde dir hier alles im Detail erklären und auch zeigen, sodass du es natürlich für dich komplett nachvollziehen kannst. Aber Achtung, es ist kein Glücksspielvideo, es ist auch keine Werbung für irgendwas, sondern einfach nur die logische Konsequenz daraus, was ich in den letzten Monaten gelernt und dann für mich umgesetzt habe. Das Ding ist einfach, unsere Welt verändert sich täglich und ich möchte dich gerne mit diesem ersten Video zu diesem Thema mit auf die Reise nehmen, dass du siehst und verstehst, dass das, was ich bekommen habe, nichts Einmaliges ist. Und worum geht es jetzt hier? Um das Thema NFT. Und bevor du dir sagst, ah, nee, das ist ja Scam, das hat keine Zukunft, glaub mir, ich habe am Anfang auch so gedacht, bis ich wirklich verstanden habe, was steckt dahinter. Und vor allem, dass NFTs meiner Meinung nach die Zukunft des Internets sind und aller Prozesse, eigentlich die wir aktuell gerade noch kennen, die teilweise super kompliziert sind und in Zukunft es nicht mehr sein werden. Aber was ist jetzt eigentlich ein NFT? NFT bedeutet Non-Fungible Token. Das bedeutet, dass es ein einmaliges, unveränderbares Eigentumszertifikat ist. So, jetzt denkst du, okay, das klingt ja interessant, aber was ist das jetzt wirklich? Die meisten kennen NFTs nur von den Bildern, Profile Pictures. Und hier kannst du es dir vorstellen, stell dir mal vor, ein Van Gogh. Den kannst du nicht austauschen gegen einen Picasso. Ja, und ein Picasso kannst du nicht gegen einen Van Gogh austauschen. Oder ein Kunstwerk von Picasso kannst du nicht einfach so, das hängt hier, auf einmal nimmst du einfach ein anderes Picasso-Bild, dann hängt es da und dann sagt jeder, ah ja, das ist ja das Bild, was da immer schon hing. Nein, es ist einmalig, unveränderbar. Was ist veränderbar? Was ist nicht fungibel? Oder was ist fungibel? Zum Beispiel so ein Poster hier im Hintergrund, so eine Leinwand. Ich könnte diese Leinwand einfach austauschen. Ich drucke sie nochmal aus, hänge sie hier. Niemand würde wissen, dass ich sie ausgetauscht habe. Warum? Weil sie fungibel ist. Sie ist einfach austauschbar. Okay? Aber ganz wichtig hier an der Stelle beim Thema NFT. Die Bilder, die wir jetzt kennen, ist nur der klitzekleine Anfang von dem ganzen Thema. Und wenn das Thema jetzt für dich interessant ist, dann lass sehr gerne ein Like da. Dann werde ich in Zukunft auf jeden Fall häufiger Videos zu NFTs machen. Okay, aber wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass ich 200.000 Dollar geschenkt bekommen habe? Und zwar bin ich ein Teil einer sehr großen oder der größten NFT-Community, und zwar dem Bored Ape Yacht Club. Kennst du die Bored Apes? Hast du schon mal was davon gehört? Hast du sie vielleicht schon mal gesehen? Was hältst du eigentlich davon? Würde mich mal interessieren. Schreib es sehr gerne in die Kommentare. Und ja, dann lass uns mal darüber diskutieren, weil ich bin totaler Fan davon. Was sind die Bored Apes oder was ist der Bored Ape Yacht Club? Und zwar wurde es von den Erfindern Yuga Labs im April, Mai 2021 ins Leben gerufen und bildet mittlerweile die größte Community im NFT-Space ab. Unter anderem sind dort, als es bekannt wurde, wow, das ist interessant, das ist eine große Möglichkeit, die sich hier bietet, sind auch sehr viele bekannte Menschen dort eingestiegen, haben sich so ein Bored Ape geschnappt, unter anderem Madonna, Eminem, Jimmy Fallon, Snoop Dogg, Justin Bieber und. Und dadurch ist natürlich die Bekanntheit, die Größe dieser ganzen Community noch weiter gestiegen. We're part of the same, community. We're both apes. I love it. This is my ape. Yours is so cool. I love the red heart sunglasses. I love the captain hat. It reminded me of me a little bit because I wear striped shirts. Mm-hmm. Genauso habe ich mir gesagt, ich möchte gerne ein Teil dieser Community sein und habe mir deswegen ein Bored Ape gesichert. Außerdem habe ich mir noch ein Mutant Ape gesichert und auch noch zwei Kennels. Ja, blende ich hier sehr gerne mal ein, dass du sie siehst. Und was ist eigentlich der Sinn dahinter oder was bedeutet das? Und zwar hat das Ganze alles mit den Bored Apes gestartet und im Grunde hat dann Yuga Labs seine Community oder ihre Community damit belohnt, dass sie loyal sind, dass sie im Grunde ein Teil dieser Community sind und haben sie dann mit weiteren anderen NFTs beschenkt, geairdroppt. Und zwar haben sie dann die Möglichkeit gehabt, ein Serum zu bekommen und mit diesem Serum konnte man sich ein Mutant Ape herstellen. Aber an der Stelle, Achtung, das Serum ist natürlich digital gewesen, alles digital. Dieser Mutant Ape hat bis heute auch einen Marktplatz bekommen und ist fleißig im Wert gestiegen. Und wer früher ganz am Anfang dabei war, hatte die Möglichkeit, sich ein Bored Ape für 300 Dollar zu sichern. Und bis heute der teuerste Ape liegt bei mehreren Millionen Dollar und außerdem natürlich die Mutant Apes, die daraus entstanden sind, die du einfach geschenkt bekommen hast, wenn du ein Ape hattest, sind heute auch bis zu, ja, oder mehrere hunderttausend Dollar wert. Dann genau wie die Kennels ist auch ein neuer Marktplatz daraus entstanden und diese sind auch viele Zehntausende Dollar wert. Ja, alleine nur dafür, dass du Mitglied dieser Community bist. Und ich habe meinen Ape übrigens damals nicht gekauft, als er noch 300 Dollar wert war, sondern viel, viel später. Ja, ich habe das ganze NFT-Thema erst viel später für mich entdeckt und habe 88,8 Ether dafür bezahlt. Jetzt, heute ist meiner bereits über 175.000 Dollar mehr wert. Ja, aber das sind nicht die 200.000, über die ich sprechen möchte. Aber du siehst im Grunde, wie interessant das ganze Thema ist oder was dahinter steckt, was für Möglichkeiten dahinter stecken. Aber die 200.000 Dollar, wofür habe ich sie bekommen? Und zwar wieder für die Loyalität an der Community. Und zwar haben die Bored Apes oder Yuga Labs
haben jetzt einen Ape-Coin herausgebracht. Und jeder, der einen Ape hatte, einen Mutant hatte oder Canon hatte oder alles zusammen, hat hierfür ein Dankeschön bekommen in Form von Ape-Coins. Und so habe ich für meine für Bored Ape Yacht Club Items oder NFTs habe ich insgesamt 13.848 Apecoins bekommen. Und wenn man schaut, denn wo heute gerade die Apecoins stehen, stehen knapp bei 14 Dollar, sind es ungefähr 200.000 Dollar. Und dafür habe ich jetzt nicht meine Apes verkauft, nicht mein Mutant und was auch immer, sondern einfach nur, ich bin Teil von Bored Ape Yacht Club und habe deswegen diese 200.000 Dollar geschenkt bekommen. So, jetzt habe ich dir gezeigt, was ich bekommen habe. Das ist ja super schön für mich. Aber was hast du eigentlich davon? Ja, was kannst du daraus für dich mitnehmen? Und zwar, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt. Ich war auch skeptisch damals. Ja, macht das überhaupt Sinn? Steht da eine Zukunft hinter? Es ist so viel auf dem Markt. Ich kann dir hier an der Stelle schon mal sagen, ich bereue es keine einzige Sekunde. Und vor allem, dass ich mich mit der ganzen Thematik beschäftigt habe, bereue ich keine einzige Sekunde. Weil aus den Apes haben sich natürlich auch viele weitere Möglichkeiten eröffnet, in die ich investiert habe. Aber an der Stelle, dass dieser Eindruck dieses Scams oder dass es nicht wirklich eine Zukunft hat, woher das kommt, hat auch eine oder ist auch logisch, denn ungefähr 97 Projekte aller NFTs sind Müll, sind Scam oder haben keine Zukunft. Weil natürlich möchte jeder auf diesen Zug aufspringen und genau deswegen ist es ja so super wichtig, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und im Grunde dann die Chancen ergreift, die einem geboten werden. Und deswegen ist es für dich wichtig, es kommen wieder große Projekte. Es werden die Bored Apes von morgen kreiert, in diesem einen Moment. Deswegen beschäftige dich jetzt mit der Thematik und antizipiere an den Bored Apes von morgen. Ja, und zwar ist der Bored Ape Yacht Club das Vorbild für so viele in der Zukunft, die dahinter sagen, okay, ich möchte mir Mühe geben, ich werde mir Mühe geben und ich werde alles dafür tun, eine große Community aufzubauen. Deswegen an der Stelle, ich werde sehr gerne, wenn es dich interessiert, schreib es auch gerne mal in die Kommentare oder wenn das Thema NFT dich allgemein interessiert, unbedingt natürlich ein Like da lassen, werde ich gerne mal ein Video zu dem Thema Community machen. Warum ist die Community so wichtig und was hat eine Community von einem guten Projekt? So, und jetzt hast du gesehen, was für mich möglich war, was für viele weitere Menschen möglich war. Es gab übrigens zwei Leute, die sich zum Release von den Bored Apes 250 Apes gesichert haben. Du kannst ausrechnen ungefähr, was sie dann am Ende an Apecoins gedroppt bekommen haben. Und ja, du weißt jetzt Bescheid. Wie gesagt, ich werde gerne ein weiteres Video zu machen. Lass sehr gerne ein Like da und dann lass uns gemeinsam in der Zukunft auch bei anderen weiteren Projekten dabei sein und im Grunde ein Teil dieser großen NFT-World, in dieser NFT-Community sein. Ich wünsche dir was, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe, du konntest einiges daraus lernen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.